Auf dieses Modellupdate habe ich mich ewig gefreut, denn es gibt endlich News zu weiße Toys, gute wie schlechte, es gibt coole Glasmodelle und es gibt zwei richtig coole Schuko-Modelle. Es sind gar nicht so viele, aber die sind richtig gut. Wir starten einfach mal ganz ruhig und nehmen Schuko, bevor wir dann zu den Highlights von weiße Toys kommen. Bei Schuko kam der HW80 rein. In der flachen Variante, in Grau, den gab es vor kurzem, den gab es vor langem schon mal in Grün und kostet 65 Euro bei uns. Wird später mal ein bisschen teurer werden, wenn dann die Lagerkapazitäten zur Neige gehen. Im Moment ist er noch in Hülle und Fülle verfügbar. Ist ein super Modell, gerade für 65 Euro Spitzenklasse. Das ein oder andere Detail, gerade untenrum, vielleicht noch ein bisschen mehr Leitungen oder irgendwas, wäre möglich gewesen. Es ist aber ein super Modell, gibt es nichts zu meckern. Und im Vergleich zu den Viking Kröger, die 90 Euro kosten, UVP sogar 100 Euro, sind 65 Euro auch ein fairer Preis. Aus Diecast, also kein Resin, und wunderschön. Eins meiner Highlights dieses Jahr. Ich habe noch genügend da und habe mich diesmal gut eingedeckt. Wo ich nicht so viel habe, was aber in der Ausführung auch nicht so begehrt ist, ist der IFA W50 in der Koffervariante als Servicewagen. Ist ein ebenso klasse Modell. Also gerade hier im Osten, der IFA ist einfach ein Traum. Ist auch richtig cool umgesetzt. Der Koffer ist halt Geschmackssache. Er ist ganz schön groß für den IFA. Sieht aber super aus. Die Kabine ist ein Traum. Und ich habe nicht so viele von dem, weil auf die Koffervariante nicht so viele scharf sind. Viel interessanter wird dann die Häcksel-Variante mit Häckselaufbau. Dazu habe ich leider keine Infos. Es gab kurz die Überlegung, dass der zusammenkommt. Kann man jetzt nicht. Ich hoffe, dass er in Kürze kommt. Ich kriege auf jeden Fall ein paar rein. Also, ihr könnt die noch nicht vorbestellen. Das mag ich nicht, wenn ich noch nicht weiß, wann die kommen. Sobald ich das weiß, könnt ihr auch vorbestellen. So, der kostet übrigens 75 Euro, der mit Koffer. Und ist limitiert, aber der ist nicht so populär. Alles gut. Und das sind die zwei Neuheiten, die auch schon auf Lager sind und auf die ich mich sehr gefreut habe. Um eine Stufe im Hype-Train aufzusteigen, wäre Glas das nächste Thema. Dort kamen, naja, vier Modelle, wobei es eigentlich nur zwei sind. Aber fangen wir vorne an. Die spannenden Modelle sind eigentlich dieselben. Und zwar gibt es in der Glas-Edition das Maisgebiss, das Glas Choreo, einzeln zu kaufen. Einzeln bei Marge Models. Woo! Also das ist Spitzenklasse. Ich weiß, viele meckern über den Preis. Ich weiß, viele meckern auch, dass das Modell ja sowieso da ist und jetzt noch mehr Geld damit gemacht wird. Ich sehe das Positive dran. Schon immer wollten Kunden, also ihr, die Möglichkeit, diese Dinge einzeln zu kaufen. Das ging beim Jaguar los, da wollten ganz viele das Orbis einzeln kaufen. Es hätte sich angeboten, das Orbis in groß einzeln rauszubringen. Haben ganz viele gefragt, ob sie das einzeln kaufen können. Das hat Marge alles nicht gemacht. Da kam dann zwar das Camper einzeln, aber Und jetzt gibt's das Maisgebiss einzeln. Klasse. Gibt es als Glas Collection Edition für 70 Euro, 500 Stück limitiert und identisch, also wirklich identisch, nicht mal ein Sticker anders, nichts außer die Verpackung, gibt es das auch von Marge Models. Also ist es eigentlich dasselbe Modell. Verschiedene Verpackungen, im Moment habe ich nur das von Glas da, weil die Verpackung deutlich schöner ist. Wenn das raus ist, besorge ich mir das von Marge. Und läuft ziemlich gut für 70 Euro. Ist nicht wenig, da gibt es auch den ein oder anderen schönen Traktor für. Aber immer noch deutlich günstiger als den ganzen Lexion zu kaufen, nur für das Maisgebiss. Ist jetzt auch lieferbar. Und ähnlich verhält sich's mit dem Glas Lexion 8800 Terratrack. Den gibt es jetzt in der Australien-Edition, als Glas Collection-Edition, also wieder Sonderedition, schöne Verpackung, auf 1000 Stück weltweit limitiert, auf 500 Stück in Europa limitiert. Also
ne? Auf der Packung steht 1000 Stück. Für uns in Europa ist die Limitierung eigentlich 500 Stück. Schönes Modell, der Lexion ist gut, da gibt es nichts zu meckern. 210 Euro ist auch jetzt der übliche Preis. Also die Lexion, die bisher kam, dieses Jahr waren auch in der Preisspanne. Ja, ist ein schönes Modell. Das Besondere an der Edition sind die getönten Scheiben und der dicke Sticker. Ich weiß gar nicht, was gerade draufsteht. Ich habe die zwar hier, aber ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt. Die gingen die Woche auch fleißig raus. Also laufen gut, erstaunlicherweise. Und parallel dazu auch wieder baugleiches Modell, bringt Marshall Models dasselbe Modell raus ohne den Sticker. Und ich bin mir gerade nicht bei den getönten Scheiben sicher, ob die auch getönt sind oder nicht. Im Prinzip aber dasselbe Modell. Ja, kann man sehen, wie man will. Ihr kennt meine Meinung. Wir haben auch oft genug drüber gesprochen. Es ist, wie es ist. Das Modell habe ich mal aufgenommen, weil es zumindest minimale Unterschiede gibt. Bei dem Choreo, das ist halt dasselbe Modell. Naja, beides jetzt da und ich freue mich immer über Lexions, weil Lexions laufen richtig gut. Also es sind schöne Modelle und ich bin auch großer Klaas-Fan, also passt. Jetzt zum Highlight des Videos. Es ist auch schon das letzte, denn so viel Verschiedenes kam gar nicht diesen Monat. Es geht um weiße Toys. Da kamen fünf Modelle. Oder was heißt kamen? Fünf Modelle wurden jetzt angekündigt. Die kommen schon nächste Woche. Das ist die gute Nachricht. Auch die Modelle an sich, zumindest drei davon, sind sehr gute Nachrichten. Dann kommen die schlechten. Aber fangen wir vorne an. Es kommt. Bauen wir den Hype auf. Ein Landini 10.000 ist gerade hierzulande, glaube ich, nicht so begehrt. Ich habe ganz wenige genommen. Ist trotzdem schöner Traktor, kostet 90 Euro, was jetzt der übliche Weiße Toys-Preis ist, seit die Übernahme stattgefunden hat. Dann der Massey Ferguson, sehr ähnlicher Traktor, 1004. Habe ich auch sehr wenige genommen, wird auch nicht begehrt sein, auch 90 Euro. Das läuft unterm Radar, das wird uns nicht so sehr beschäftigen. Die drei Highlights sind die folgenden Modelle, die aber allesamt nicht neu sind. Die gab es schon mal. Und zwar der MB Trak 1300 mit der Knicknase. Bei dem ist es so, dass es den. Das war das letzte Modell, was Weiße Toys unter alter Leitung noch gebracht hat. Was super schnell ausverkauft war. Und jetzt halt nochmal neu kommt, endlich, nach 2 Jahren. Also da mussten jetzt die, die damals das verpasst haben, lange warten. Und zum Preis kommen wir gleich. MB Trak 1300, selbes Modell mit Ballonreifen, also Terra-Bereifung, ist überhaupt nicht mein Geschmack, hat aber seine Liebhaber. Also Vorbestellungen laufen gut bei dem Ding. Nicht mein Fall. Und worauf ich mich auch sehr freue, der Fendt Favorit 615 LSA mit richtig coolem Betongewicht. Da freue ich mich drauf. Das sind jetzt erstmal gute Nachrichten, weil die Modelle sind alle begehrt. Es haben viele verpasst, die würden das gerne noch haben. Die schlechte Nachricht, der kostet nicht mal, oder die kosten nicht mal 89 Euro, was schon teurer wäre als damals 75 Euro. Aber das Thema hatten wir schon bei den alten Modellen von Weiße Toys. Die kosten 99 Euro. Das ist Mist. Das sind 10 Euro zu viel. Der Vorverkauf läuft super. Also es ist nicht so, dass das jetzt abschreckt. Es ist mir trotzdem eigentlich 10 Euro zu teuer. Ich hatte sie, und das kann ich jetzt auch gleich erklären, für 89 Euro eingestellt am ersten Tag. Nicht, weil ich dachte, ich bringe den jetzt 10 Euro günstiger, sondern weil ich die ersten zwei Modelle eingestellt habe für 89,90 und bei den dreien jetzt dachte, die kosten alle 89,90. Das ist jetzt der Weiße Toys Preis. Alle Traktoren, die zuletzt kamen, haben 89,90 gekostet. Und am nächsten Tag kam schon die Ermahnung, dass die drei begehrten Modelle 99 Euro kosten, UVP. Und Weiße Toys ist da hinterher, das zu überprüfen. Die wollen nicht, dass das günstiger verkauft wird. Was an sich eine gute Sache ist,
weil du dann nicht in diesen Preiskampf gehst. Was aber halt nur eine gute Sache wäre, wenn der Preis fair ist. Und 99 Euro ist mir 10 Euro zu viel. Vor allem, zumindest ist das meine Ansicht, weil die Formen ja nicht neu sind. Also das sind ja alles aufgewärmte Modelle, die gab es alle schon. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass in der Übernahme von Wyze Toys zu Holland Otto, wobei ja die Marke bleibt, dass die Formen da auch mit übernommen wurden, also dass die nicht weggeschmissen wurden. Und da sind 99 Euro zu viel. Also das Modell gab es schon, die Form ist da, die größten Kosten sind also schon da gewesen. Damals konnte man es für 75 Euro anbieten. Und selbst mit Inflation und gestiegenen Kosten durch Transport und alles Mögliche, dazwischen lag auch Corona, weil die Modelle wirklich lange nicht kamen, da wären 5, sagen wir 89 Euro okay. Das sind 15 Euro Preissteigerung, das liegt vermutlich schon im Rahmen. Also gerade Treibstoff, wisst ihr alle, ist gestiegen, wie blöd. Aber dann nochmal 10 Euro drauf auf 99 Euro, ja, ich Bauchweh. Aber ich hatte es gesagt, es tut dem Ansturm keinen Abbruch, weil die, die das unbedingt wollen, die schlagen halt zu. Und ich kriege genügend rein, sag mal so. Zumindest so, um alle Vorbesteller abzudecken und auch um dann noch 2, 3, 4 Wochen die dann noch abzudecken. Und dann kommt es darauf an, wie viel Wyze Toys halt produziert hat. Ich kann es mir nicht leisten, doppelt, drei- und vierfach so viel wie Vorbestellung zu kaufen, weil der Platz nicht da ist. Ich platze schon jetzt aus allen Nähten und ich habe viel zu viele HW80 bestellt. Das war auch ein, naja, ein kleiner Schnellschuss. Und der Platz geht aus. Aber 2, 3, 4, 5 Wochen werden schon alle ihren kriegen, die einen wollen. Ja, und es gibt aber noch mehr schlechte Nachrichten zu Wyze Toys, denn auf das, worauf ihr ja alle wartet, den Fendt Xylon und weitere Neuheiten, da müssen wir noch warten bis Ende des Jahres. Das tut weh. So, na gut, wir waren kurz vorm Schluss. Die Fendt Xylons dann Ende des Jahres werden auch teuer werden, aber das ist jetzt nicht unser Problem, das gucken wir uns später an. Und die 5 Wyze Toys Modelle kommen nächste Woche und sind dann hoffentlich Ende der Woche versandbereit und finden den Weg zu euch. Ich freue mich drauf, es wird anstrengend, aber gut. Und an der Stelle die Wenhuis Güllefässer, die müssten, gehe ich davon aus, zusammen mit den Wyze Toys kommen. Also werden die auch nächste Woche lieferbar sein. Allerspätestens übernächste Woche, denke ich. Also so war die letzte Auskunft von Holland Otto. Es kann sich immer was verschieben, aber ich glaube, und so habe ich es aus den Zeilen rausgehört, zwischen den Zeilen, dass die auch nächste Woche kommen. Ich informiere euch wie immer. Macht's gut, bis nächste Woche.